So, mein Urlaub ist endlich zu Ende. Ich war jetzt lange Zeit nicht mehr da, habe immer nur für mich Zeit ausgegeben und habe überhaupt nie an meine Konsole gedacht. Naja, gedacht schon. Aber jetzt habe ich sie ja wieder und spiele meine Spiele weiter. Hier bin ich im Buch 2 stehen geblieben. Habe die ersten zwei Kapitel, glaube ich, gespielt. Ja, also 8 und 9 müsste ich gespielt haben. Vielleicht auch 10, ich weiß es gar nicht mehr. Und im ersten Buch ging es ja darum, wie die Kirche irgendwie also die Abtei abgebrannt ist und wie sich dann alle Charaktere irgendwie dann an eine Stelle vereinten. Und jetzt im zweiten Buch sind sie ein bisschen älter geworden, weil sie jetzt schon einige Jahre anscheinend schon miteinander arbeiten. Und wir haben jetzt eigentlich die Hinterbliebenen des getöteten Grafen irgendwie dabei gehabt, wie sie sich jetzt auch hier integriert haben. Also sehen wir mal weiter, wie es weitergeht. Ich habe noch keine Ahnung. Ein kurzes Hallo zurück, Betrayal. Und ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Hund. Mach eine Riesenrunde, damit ihr zwei euch gut verausgabt. So, und da will ich mal reingucken. Da das Spiel immer sehr schnell jetzt mit den Texten ist und man sich viel entscheiden muss, kann es sein, dass ich dann immer ein bisschen abgelenkt werde. Oh, was war hier? Ich glaube, hier habe ich aufgehört, ohne nochmal an irgendwas zu denken. Suche Aliena. Ist mein Ort, okay. Und das war meine Aufgabe. Mein Inventar hat meine gute alte Steinschleuder. Die Bibel. Philipp sagt, ich soll sie lesen. Ist das so? Also alt sind wir ja jetzt. Der Rotschopf, der ja im ersten Buch nur im Wald lebte als Kind, ist ja jetzt erwachsen. Meine gute alte Steinschleuder. Tom besteht darauf, dass ich meinen Kragstein fertig mache. Alfred wird noch bereuen, was er über Aljena gesagt hat. Und ich muss Aljena sehen, wo sie wohl ist. Ach, und Aljena ist die Tochter von dem Verstorbenen gewesen, glaube ich noch. Der ist anscheinend noch mehr unsympath geworden als im ersten Buch, das werden wir sehen. Und das will ich ja auch noch machen. Also gucken wir mal, was war die Taste für, ich will alles sehen, das hier. Okay, da geht's raus, da geht's raus. Und das sind 1, 2. Und was zum Reden. Ach so, und ganz oben ist noch was. Also da oben ist noch. Okay. Hä, das hat man mir jetzt aber nie angezeigt. So, was haben wir hier? Unvollendeter Kragstein. Ich kriege meine Arbeit nie fertig. Tom wird Augen machen. Frage ist, jetzt fertig machen oder später? Ich habe mal in meinen Trophäen reingeguckt. Für das zweite Buch gibt es nur eine einzige Trophäe und das ist das richtige Handeln und ansonsten das Abschließen dieses Buches. Das heißt, ich muss hier am Ende für das Buch selber gar nichts mehr wirklich machen. Außer die Trophäe ist im ersten Buch versteckt und hat mit den anderen Büchern zu tun. Aber ansonsten muss ich jetzt nichts mehr Trophäenmäßiges aufpassen, weil ich habe es mit dem Handel ja schon nicht richtig gemacht. Obwohl ich eine gute Wertung bekommen habe, aber ich habe dafür keine Trophäe bekommen, weil ich nicht den allerbesten Handel rausgeschöpft habe. Also kann ich hier einfach drauf losspielen. So. Ich versuche das zu verbinden.
arbeite jetzt weiter, arbeite später weiter. Wie wäre es, wenn ich jetzt weiterarbeite? Ich habe auch Zeit, keine dass das Ahnung. fertig wird. Ach, verdammt. Na, oh, wieder nicht. Ach, ich merke schon, ich habe ewig nie gespielt. Ja, und? Ja, hat man geschafft. Also Quicktime-Events sind nicht das Beste. Schön. Aus irgendeinem Grund bin ich heute voller Energie. Aber das Gesicht stimmt immer noch nicht. Ich krieg das Gesicht nie hin. Ich bin fürs Erste damit fertig. Ich kann den Kragstein nicht mehr sehen. Verdammt! Hüte deine Zunge! Entschuldigung! Entschuldigung! Verdammt! Ich muss da noch viel besser werden. Entschuldigung! Tom besteht darauf, dass ich meinen Kragstein fertig mache. Ja, heißt es, ich brauche da jetzt was. Der sagte, ich bin fertig. Soll ich das jetzt nochmal machen? Das Gesicht stimmt noch nicht. Philipp wollte einen Blick voll Demut, Liebe und Sorge. Muss da noch viel besser werden. Ja, machen wir nochmal. Ich bin fürs Erste damit fertig. Okay. Ich kann den Kragstein nicht mehr sehen. Okay. Hier war was. War vor ein paar Tagen noch nicht hier. Ein Wespennest? Letztes Jahr haben sie sogar ein Schaf getötet. Ach, die Wespen. Aufpassen, dass Jonathan nicht zu nahe rangeht. Hier ist jemand allergisch gegen Bienen, hä? Ich gehe besser nicht zu nah ran. Soll ich das mit einer Steinschleuder runterholen? Oh Gott, der macht das. Oh, das kam Ich nur muss ein. besser zielen lernen. Ja, das musst du. Bitte nochmal. Jetzt. Jawohl! Ich wette, es gibt noch mehr Nester. Ich hoffe nicht. Nee. Kann ich damit nichts machen? Kann ich das nur runterschießen oder was? Ist ja dumm. Na gut. Was ist das? Ein Typanon. Tympanon. Ein Tympanon. Keine Ahnung. Kommt über den Eingang. Ach, das ist ein Torbogen. Alle werden es sehen. Aber irgendwas fehlt dabei noch. Der Baum des Lebens. Als Martha noch klein war, wollte sie unbedingt ein Relief mit Tieren. Ich wollte, dass er wie kein anderer Baum aussieht. Mehr wie eine Idee. Mir gefällt's. Aber niemand erkennt, dass es ein Baum sein soll. Nun, Tom sagt, es sei fertig. Und ich krieg keinen zweiten Versuch. Okay. Einen wunderschönen guten Tag, Punkt, Punkt. Ach ja, ich habe mal nachgeguckt nach The Room, ob ich das für die PlayStation kriege. Und es gibt das nur als VR-Spiel. Und da ich ja kein VR habe oder spielen will, kann ich The Room nicht auf der PlayStation spielen. Das ist so schade. Sonst hätte ich es mir heute tatsächlich noch gekauft. Ach ja. Ja, finde ich auch. Aber wenn, dann wäre es sowieso nur der erste Teil gewesen und nie alle vier. Und man muss alle vier spielen, finde ich. So, was haben wir noch gehabt hier? Da geht's raus. Genau, zum Markt. Da rede ich mit einem Kind. Was bist du? Das da ist das. Und da oben ist noch was. Wo muss ich. Ah, jetzt hier. Hier war's. Verdammt. Ach, hier. Baumleute aufgerufen.
Bauleute aufgerüstet. Wo sind denn hier Bauleute? Alfred kapiert's nicht. Diese Mauern können nur eine Holzdecke tragen. Für ein Steingewölbe sind sie nicht gedacht. Aha. Das stimmt schon. Aber es wäre bestimmt noch mal richtig schön gemütlich. Also ich würde The Room auch noch mal selber spielen. Aber da ich das ja schon auf Steam schon hinter mir habe und schon alles auf 100%, wäre es schön gemütlich gewesen, auf der Couch das nochmal zu machen. So, am Computer will ich das jetzt auch nicht mehr spielen. Das ist mir dann auch nö. Aber es wäre schön gewesen. Ich weiß, es muss nicht sein, wenn man das überall hat. Das ist für mich auch ein bisschen unnötig. Das stimmt schon. Aber ich hätte es gerne nochmal gespielt. Einfach so, nur wegen der Trophäen. Hey, da oben! Da unten! Ach, da oben steht ja tatsächlich einer. Ganz oben bewegt sich da was. Das sieht man ja so kaum. Alles ist ja in Braun gehalten hier. Alles in Ordnung da oben? Ja, Jack, jetzt verpiss dich! Hüte deine Zunge, Jack! Hey, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Stimmt, was hat er jetzt gemacht? Er hat nur gelacht. Er hat gesagt, verpiss dich. Also, wer ist von uns wohl unfeiner? Schade, ich kann ihn nochmal hochschreien. Die Bibel. Kann ich mit der Bibel dazu? Nein, Philipp wird nur sauer, wenn ich das Buch schmutzig mache. Okay, also damit macht man nichts. Was war das hier hinten? Ein Riss. Riss kommt immer wieder. Mörtel könnte das Problem sein. Aber warum hier? Nicht einmal Tom weiß es. Oh Mann. Die Mauer geht jetzt schon in die Brüche. Und dann kommt Alfred noch auf die Idee, ein Steindach statt eines Holzdaches draufzusetzen. Dummkopf. Kann man was gegen... Soll ich mal die Steinschleuder auf den Riss schmeißen? Bricht dann das ganze Ding ein? Ich habe ja schon mit dem Charakter schon die Kirche abgebrannt. Ich will es nicht noch schlimmer machen. Ah, okay, eben nicht. Hätte es ja sein können. Selbst Tom weiß nicht, wie man den Riss in den Griff bekommt. Ja, habe ich gerade probiert, ging nicht. Ach ja. Jonathan ist das, okay. Verbringt zu viel Zeit mit den Mönchen. Ach, das ist der kleine Sohn. Wann er wohl nach seinem Vater fragen wird, erinnere mich an den Winter, als er geboren wurde. Ach so, erinnere mich an den Winter, als er geboren wurde. Gut, reden wir mal mit ihm. Hey, kleiner Bruder. Das finde ich ja auch immer höflich, wenn Erwachsene mit Kindern reden, dass sie auf ihre Höhe sich hinunter bewegen und nicht von oben herab reden. Das finde ich so, das finde ich respektvoll, wenn das Erwachsene machen. Ich mach das nicht, ich bin nicht respektvoll. Normalerweise entstehen Risse, wenn der Untergrund uneben ist. Kannst du da was machen? Leider nicht. Es gab da keine anderen Dinge. Aber ich denke auch, dass der Riss zurzeit noch nichts Spielintensives ist. Ich habe es jetzt nur entdeckt, aber obwohl das Spiel sagt ja, da ist ein Riss, nee, aber man kann eben nichts anderes anklicken. Und ich habe zurzeit nur eine Steinschleuder und das war's. Also kann man da noch nichts machen, denke ich mal. Sag ihm, dass du auf ihn aufpasst, schneide Grimassen, steh auf oder lass uns Spaß haben. Ich weiß jetzt nämlich nicht, sollte ich auf ihn aufpassen? Grimassen schneiden finde ich so kindisch. Es tut mir leid, aber... Ich habe zu wenig Jugend in meinem Umfeld, als dass ich witzig sein könnte oder Spaß an sowas haben könnte. Also lassen wir offensichtlichen Spaß entstehen.
Lass uns Spaß haben. Das darfst du nicht. Oh, ich darf. Tom und Philipp sagen nein. Du musst arbeiten. Ich weiß, was sie gesagt haben. Ich war dabei. Ja, ich weiß, was sie gesagt haben. Ich war dabei. Das ist ein guter Satz. Er war bei dem Gespräch dabei, als sie es ihm sagten. Finde ich schon witzig, ja. Dass nicht zu arbeiten in Ordnung ist. Schneiden wir Grimassen. Jetzt doch. Das sind Geräusche, keine Grimassen. Kann der noch lauter lachen? Das Lachen wird länger. Jetzt wird das Lachen frecher. Jetzt hört sich das Lachen langsam gemein an. Jetzt hört sich das merkwürdig an. Ich glaube, jetzt ändert sich es nicht. Jetzt ist es wieder kleiner gewesen. Okay, dann war es das schon. Philipp und Tom haben nichts dagegen, wenn wir eine Pause machen. Manchmal sagen Leute etwas und meinen das Gegenteil. Entweder hat er nicht zugehört oder er denkt drüber nach. Ja, wer weiß, was er darf. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich auf dich aufpasse. Ich habe einen Käfer gegessen. Sag's lieber nicht, Philipp. Das ist unser Geheimnis. Es ist nahrreich, ist in Ordnung. Ich habe jetzt gedacht, irgendwann hört es mal auf und wird auch grau. Aber anscheinend nicht. Okay, mit dem Kind kann ich auch nichts machen. Da das Kind ja so versessen ist, gehen wir erst, fragen wir mal was über Alfred. Wen magst du lieber? Mich oder Alfred? Alfred. Was? Schön zu wissen, er mag Alfred, okay? Auf den Kleinen aufpassen ist auch Arbeit. Nein, ich muss Aliena treffen. Ich habe ihr was Wichtiges zu sagen. Ja, okay. Nein, er ist noch zu jung für Zielübungen. Vielleicht in ein paar Monaten. Du bist auch nicht gerade alt gewesen. So gut kann er noch nicht lesen. So, also war hier noch was? Nein. Also gehe ich erst einmal nach hinten. In die Krypta. Ja, da gilt's okay. Da wird er sowieso nicht weit reingehen. Und die Krypta sieht ja aus wie vorher. Alles in Ordnung, Jonathan? Okay. Nee, ist nichts Neues. Was ist das? Ratten? Ist die Fett jetzt schon wieder Ratten in der Krypta? Oh, die bauen sie neu und die haben jetzt schon Ratten. Bissige Viecher. Ist die Fett. Wow. Sie ist weg? Wo ist die hin? Ich muss jetzt hinter der Wand muss ein Raum sein. Die Grundmauern und die Gruft sind Teile der alten Kathedrale. Wer weiß, welche Geheimnisse hier unten schlummern. So. Jalousie ist unten. Ausgerechnet jetzt kommt die Sonne raus. Die ganze Zeit regnet es bei uns und jetzt fange ich an zu spielen und es kommt die Sonne. Ist furchtbar. So. Okay. Also, wir haben hier wieder was. Die Krypta hat den Brand überstanden.
St. Adolphus, die wie durch ein Wunder mehr Gründe für die Pilger zu kommen. Philipp sagt, dass er nur ruht. Wenn Adolphus irgendwann aufwacht, wird er sich wundern. Er ist ganz schön weit weg von zu Hause. Ob ich wohl irgendwann fremde Orte sehen werde, so wie Cordoba? Wer weiß. Ich lese später was über den Tag des jüngsten Gerichts. Und wieso arbeitest du nicht, hm? Das wird Alfred auch nicht dazu bringen, sich zu entschuldigen. Na gut, was haben wir hier noch und hier noch? Erstmal da oben. Wo ist sie hin? Was ist hinter dieser Mauer? Gruft und Grundmauern sind alt. Sie ist weg? Ich beeile mich besser. Oder Tom wird noch saurer auf mich. Wenn ich was kaputt mache, werde ich dafür zahlen müssen. Ich weiß, wovon ich rede. Nicht ganz. Du hast ja niemandem gesagt, dass du die Kirche abgefackelt hast. Ich beeile mich besser. Oder Tom wird noch saurer auf mich. Na gut, was haben wir jetzt hier vorne? Pläne. Tom hat Alfred und mir alles über die Kathedrale beigebracht. Ich könnte diese Pläne im Schlaf zeichnen. Alfred kapiert das meiste nicht. Ich beeile mich besser. Oder Tom wird noch saurer auf mich. Das wird Alfred auch nicht dazu bringen, sich zu entschuldigen. Also hiermit kann ich nichts machen. Muss ich nochmal mit dir reden? Hey. keine Ahnung. So, dann gehen wir mal wieder raus. Dann ist hier nichts. Dann gehen wir auf den Markt. Oder? Na, ist egal. Wo komme ich raus? Kathedrale von Kingsbridge. Wo bin ich denn? Ich sehe mich gerade nicht. Ach, ich komme erst. Okay. Jonathan, nicht weglaufen! Keine Sorge, er ist hier drüben. Ach, sehr gut. Danke, Martha. Und nein, ich habe keine Zeit, auf ihn aufzupassen. Verdammt. Oh nein! Alles kaputt. So klingt das Lied des Marktes. Solltest du nicht arbeiten, Jack? Ich gehe vielleicht besser, bevor ich noch was kaufe. Hey, pass auf, wo du lang gehst. Das ist ja die Höhe. Jetzt trampeln sogar schon die Mönche auf meine Hühner. Ich habe jetzt nämlich gerade kurz gedacht, ich könnte nochmal zu der Mauer gehen mit dem Riss, weil ja jetzt die Ratte jetzt darunter ja eigentlich irgendwie reingeht, aber keine Ahnung. Vielleicht ist der Riss wirklich entstanden, weil darunter die Krypta da irgendwie ein Loch hat oder einen Raum. Wer weiß. So, ja, wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Alles gut? Immer mehr Leute kommen hierher. Gestern waren 2 Dutzend Händler aus Shiring hier. Erschöpft? Ziemlich, aber die Priorei hat eine Menge Geld verdient. Anscheinend hat der Graf auf seinem Markt in Shiring die Steuern erhöht. Deshalb kommen sie alle lieber hierher. Jetzt sind sie aber alle zurück nach Shiring gegangen, zum Wollmarkt. Verlangt der Graf denn geringere Steuern für den Wollmarkt? Im Gegenteil. Nach dem, was man mir erzählt hat, ist es noch schlimmer. Also dürfen sie alle nur dort mit ihrer Wolle handeln, genau wie alle jener und die Priorei. Aber man braucht eine Genehmigung für einen Wollmarkt und die hat nur Shiring. Mhm.
Möchtest du nicht einen von diesen feinen Stoffen kaufen, Jonathan? Tolle Idee. Ich könnte dir eine rote Kutte machen. Oder eine blaue. Nein. Nein, das wäre albern, nicht wahr? Welche Farbe haben die Kutten von München? Braun und schwarz und grau. Gehst du nicht zum Wollmarkt nach Shiring? Nein. Philipp hat mich gebeten, die Aufsicht über den Markt hier zu führen. Also arbeitest du jetzt für Philipp und Aljena? Ich weiß, das ist eine ganze Menge Arbeit. Aber wir wollen hier alle schließlich dasselbe. Und was ist das? Dass es Kingsbridge gut geht. Das ist schließlich unser Zuhause. Mag sein. Du solltest auch arbeiten. Ich mach nur eine Pause. Ja, so sehr mein Zuhause ist es ja nie, ne? Wie kommst du mit Alfred zurecht? Er redet eigentlich nur mit mir, wenn ich ihm was kochen soll. Warum kochst du immer noch für ihn? Er hat keine Frau. Und er ist mein Bruder. Ich würde dich nie bitten, für mich zu kochen. Selbst Jonathan würde das nicht. Und er ist auch dein Bruder. Jack, das darf keiner wissen. Keine Bange. Er ist ein kleiner Mönch. Er ist jedermanns Bruder. Ich habe mich schon gefragt, wer die jetzt eigentlich wirklich war, weil ich sie ja überhaupt nie erkannt habe, aber das ist das kleine Mädchen gewesen. So weit sind wir in der Geschichte jetzt also tatsächlich schon vorangekommen. Ach so. Toll. Dann tut der Bruder sich ja gar nicht so gut um seine Schwester mal kümmern. Ich kann mir jetzt schon denken, warum er keine Frau findet. Hast du Aljena gesehen? Vielleicht ist sie heimgegangen. Sie erwartet einen Besucher, glaube ich. Einen Besucher? Höre ich da Eifersucht in deiner Stimme? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ach mein Gott, solche Indirektheiten. Aljena ist heimgegangen? Vielleicht. Ich weiß nur, dass sie heute einen Besucher erwartet. Okay. Na, dann gehen wir mal. Ich sollte mich besser auf den Weg machen. Oh, bevor ich's vergesse. Ich habe eine Nachricht für dich. Nachricht von Ellen. Untersuchen. Füchschen, ich muss dich sprechen. Du findest mich auf der kleinen Waldlichtung am Fluss. Also hinter der Priorei. Denke ich mal. Ich glaube, Ellen will mit dir über Papa reden. Was gibt es da zu reden? Tom glaubt nicht, dass ich Baumeister werden kann. Das ist nicht wahr. Genau darüber will sie mit dir reden. Papa weiß, was du kannst. Er hat es ihr gesagt. Hat er? Ja. Er ist kompliziert. Das stimmt. An Tagen wie diesen kann man sich hier fast verlaufen. Karte öffnen. Ja, das ist das hier gewesen. Okay, dann weiß ich wieder. Die Hamleys würden das Abkommen brechen, das wir mit König Stefan haben. Ich weiß nur, dass der Steinbruchmeister plötzlich Geld für die Steine haben will. Und der Forstmeister vom Chute Forest besteht jetzt darauf, dass wir für das Bauholz zahlen. Der Forst- und Steinbruchmeister behaupten beide, sie handeln auf Anordnung des Grafen von Scheiß. Ich will nur noch einmal ganz kurz zu dem Riss gehen. Ach so, nee, okay. Das kommt immer wieder, Mörtel, bla bla bla, okay. Konnte ich eigentlich an dem Stein nun noch was machen oder nee? Nee, nur angucken. Okay. Und das zu Recht. Natürlich. Das ist ein großes Problem. Ja, das ist es. Aber ich kann euch versichern, dass wir zumindest für ein paar Wochen über die Runden kommen werden. Ich habe für einen solchen Fall vorgeplant. Das habt ihr? Kenne den Grundriss auswendig, habe hart gearbeitet, um das alles zu verstehen. Und wir haben genug Holz und Steine für den nächsten Monat. Und doch will Tom keinen Baumeister ausbilden. Wenn ihr nicht so gut planen würdet,
wären wir jetzt verloren. Unser Problem bleibt aber bestehen. Ich muss mit dem Grafen sprechen. In der Tat. Aber zunächst sollten wir mit den Arbeitern sprechen. Sie müssen Bescheid wissen. Ihr habt recht. Sind wir jetzt fertig mit dem Gespräch? Große Sorgen, ich weiß, ich weiß. So. Ihr Steinmetzer, habe viel von Ihnen gelernt, harte und ehrbare Arbeiter. Warum sollte Percy Hemley sein Wort brechen? Wäre schwerer, besser Handwerker zu finden. Ich weiß es nicht. Hey. Jack, wie gefällt dir der Stein, den ich für deinen Kragstein ausgesucht habe? Danke. War genau richtig. Ich muss nur noch besser meißeln lernen. Das braucht Zeit, Jack. Nur Geduld. Und jetzt geh besser wieder an deine Arbeit. Wer weiß, wie lange es hier überhaupt noch etwas für uns zu tun gibt. Wir werden eine Lösung finden. Vielleicht sollte ich besser auch langsam zurück an die Arbeit gehen. Aber ein paar Sachen muss ich vorher noch erledigen. Mhm. Ist Alfred hier irgendwo? Dein Bruder? Nein, habe ihn nicht gesehen. Ohne diese Unterstützung können wir nicht weiterbauen. Habt ihr hier all... Ich glaube, sie trifft Vorbereitungen für die große Wollmesse. Das hoffe ich. Okay, hier ist, drüben ist nichts mehr. Kann ich mit ihr nochmal reden? Über ihn? Hast du Alfred gesehen? Nein, habe ich nicht. Wieso fragst du? Ihr streitet doch etwa nicht wieder? Er hat angefangen. Das sagst du immer. Hat er aber. Vielleicht. Ich bete, dass es das ist. So, was ist das? Bunte Stoffe. Martha und Ellen haben die gefärbt, Teil von Alienas Geschäft, werden einen guten Preis erzielen. Hm. Was ist? Stoffe zu walken ist harte Arbeit, nicht wahr? Ziemlich hart. Darum haben wir auch so wenige zu verkaufen. Wenigstens verkaufen die sich gut. Warum fragst du? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Vielleicht auch nicht. Nee, vielleicht auch nicht. Ich weiß jetzt nie, über was du nachdenkst, über Stoffe. So, da hinten geht's nur irgendwo vielleicht hin. Wir werden es sehen. Ich gehe einfach mal hin. Remigius hat Mutter gern um sich. Mutter schmuggelt immer Kräuter ins Essen. Remigius erlaubt nur Salz. Man kann reingehen. Das habe ich jetzt nicht ganz erwartet, aber okay. Hallo, Milius. Ah, Jack. Und Jonathan. Gerade ist es nicht so günstig. Bruder Cuthbert hätte die Äpfel hier unten etwas sorgfältiger lagern können. Ich bin mir sicher, dass es alles seine Richtigkeit hat, Bruder Andrew. Sogar das Salz ist feucht geworden. Cuthbert wusste, was er tat. Was macht Bruder Andrew denn da unten? Wir bekommen bald einen neuen Zellerar. Andrew bereitet alles für die Übergabe vor. Vielleicht sollten Sie sich auch gleich einen neuen Küchenmeister suchen. Warum? Wenn das, was Cuthbert getan hat, jetzt nicht mehr gut genug ist, dann kann meine Arbeit auch nur ungenügend sein. Cuthbert wusste immer Bescheid. Viel besser als ich. Kann es nicht eher sein, dass der Mann zu alt geworden ist und deswegen die Arbeit abgeben soll? Das hat dann vielleicht gar nichts mit dir zu tun. Meine Güte, diese Leute, ne? Fünf, muss ja irgendwie weitergehen. Sechs. Hier so, fehlt eine Küchengeräte. Nicht meine Art von Werkzeug. Nein, vielleicht tut sie lerne ich nicht. Irgendwann kochen. Nein, kann nicht so schwer sein. Meine Schleuder sehe sicher gut aus dort an der Wand. Aber ich behalte sie besser. Hallo? So. Mörsel? Gutbärts Mörser? Ich vermisse ihn. Gutbärts Mörser. Okay. Darf ich den Mörser benutzen? Den Mörser? Ja. Warum nicht? Wofür brauchst du ihn denn? Ich weiß noch nicht genau.
Milius hat gesagt, dass ich ihn benutzen darf. Du meinst, bis ich ihm alles beigebracht habe und er hier Zellerar werden kann? Ah. Das sind schwere Zeiten. Wir können nicht einfach einen neuen Mönch zu uns in die Bruderschaft holen. Wenn ich jemandem die Arbeit beibringen soll, kann ich sie auch gleich selbst erledigen. Könnt ihr nicht den ganzen Tag hier verbringen? Viel zu warm. Nein, ich bin vorsichtiger geworden, was Feuer angeht, seit dem Zwischenfall. Vielleicht hat ja der Sakristan Zeit, gleichzeitig die Aufgaben des Zellerars zu übernehmen. Ich? Nein, das ist unmöglich. Das Lager. Der neue Zellerar. Wie kommst du dann auf die Idee, dass es dem Küchenmeister anders ergeht? Ich will ihn nicht stören. Er will ihn nicht stören. Natürlich nicht. Besser nicht. Ich will ihn nicht stören. Okay. Kannst mit dir reden? Du vermisst Cuthbert, oder? Das tue ich. Der Gedanke daran, die nächsten Jahre ohne ihn zu verbringen. Aber du bist doch nicht allein. Ich wäre lieber alleine, als für den Rest meiner Tage mit jemandem wie Bruder Andrew hier eingesperrt zu sein. Oder wer auch immer der nächste Zellerar wird. Hast du schon mit Philipp darüber gesprochen? Nein. Aber das sollte ich. Ja. Philipp und ich haben uns noch nicht über Bruder Cuthbert unterhalten, seit er uns verlassen hat. Ein Prior hat doch ganz andere Sorgen. Er muss die Priorei leiten, also auch die Küche. Ist eigentlich seine Aufgabe, also... Na gut. Ist Alfred hier gewesen? Nein. Streitet ihr schon wieder? Nein. Milius, was machst du, wenn du keine Lust hast zu arbeiten? Nun, ich weiß nicht. Ich halte inne und überlege, warum es mir schwerfällt, mein Tagwerk zu verrichten. Normalerweise ist es nur ein Gedanke oder eine Idee, die mich aus der Ruhe bringt. Genau. Genau das passiert mir auch immer. Versuch dich nicht von deinen Gedanken ablenken zu lassen, als seien es Irrlichter. Wenn du sie bemerkst, betrachte sie und lass sie dann vorüberziehen. Dann mach mit der Arbeit weiter. Es geht vorwärts, wenn du dich einfach immer auf den nächsten Schritt konzentrierst. Jack? Was? Ach, nichts. Nicht so wichtig. Ich habe zugehört. Wirklich. Selbst bei dem Gespräch ist er unkonzentriert. Boah. Ja? Ach, hier geht's drüben weiter? Nee. Alles in Ordnung, Jonathan? Okay. Ja, da weiß ich jetzt also, ich kann hier mit einem Mörser umgehen. Okay. So. Hier kann ich bestimmt auch reingehen. Hier ist erstmal nie wirklich was zu tun. Mache ich erst auf dem Markt weiter. So. Oh, mein Magen hat gerade geknurrt. Ich habe heute aber schon was gegessen. Merkwürdig. Ich hoffe, man hört das nie, obwohl man ja obwohl der Controller ja in meinem Bauch ist gerade. So. Immer auf Alfreds Seite. Glaubt er nicht, dass ich Baumeister werden kann? Ich weiß, ich könnte Baumeister werden. Ich habe seine Bibel 2-mal gelesen, aber ich mag meine Bücher lieber. Sag ich ihm besser nicht. Philipp, ich habe keine Zeit, auf Jonathan aufzupassen.
Du hast offenbar genug Zeit, dich mit deinem Bruder zu streiten. Also sehe ich da kein Problem. Alfred hat angefangen. Es ist nicht wichtig, wer angefangen hat, sondern wer damit aufhört. Ihr seid schließlich Brüder. Aber wenn er sowas sagt wie vorhin, soll ich dann einfach den Mund halten? Lies die Bibel und du wirst es verstehen. Vielleicht hat er meine Mutter doch recht. Sie sagte ja, ihr würdet aus dem kleinen Jonathan einen Mönch machen. Ach, die Kutte war ein Geschenk. Von Cuthbert. Unsere Klostergemeinschaft ist die einzige Familie, die er hat. Natürlich. Tut mir leid. Jack. Ich habe ein Problem, also kriegst du die Antwort, lies einfach eine Bibel. Wenn ich das Alte und das Neue Testament zusammen lesen soll, ganz ehrlich, dann ist eine klitzekleine Passage vielleicht für das, was die Antwort meiner Frage ist. Und trotzdem lese ich die gesamte Bibel und würde es dann immer noch nie wissen, weil ich sie bestimmt überlese. Ist also kein guter Rat, nur einfach zu sagen, lies die Bibel. Ein bisschen genauer muss das schon sagen. So, dann geben wir mal ihm mal die Bibel. Ich verstehe nicht, warum er will, dass ich auch noch die Bibel studiere. Ich will doch bloß Baumeister werden. Mehr nicht. Okay. Ihr wirkt bedrückt. Was ist das Problem? Die Priorei hat nicht das Geld, um die Bauleute zu entlohnen und auch noch mehr für das Baumaterial zu bezahlen. Nicht einmal, wenn wir all unsere Wolle auf dem Wollmarkt in Shiring verkauft bekommen. Oh, das ist ein Problem. Natürlich ist das ein Problem. Jack, bitte. Entschuldige, dass ich ein Problem erfrage, weil ich sonst damit nichts zu tun habe. Was hast du hier draußen zu suchen, Jack? Hast du deinen Kragstein fertig? Ich bin fertig. Und wenn ich jetzt drüber gehen und mir deinen Kragstein ansehen würde, wäre er wirklich fertig? Ich tue mein Bestes, in Ordnung? Wenn du mich noch andere Sachen machen ließest als bloß die Figuren... Du musst dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Ich kann viel mehr als Steine behauen. Und das weißt du. Wir können nicht immer das tun, was wir wollen. Alfred schon. Jack, bitte. Wir haben gerade andere Sorgen. Der Graf von Shiring hat uns seine Unterstützung versagt. Wenn wir nicht bald etwas tun, werden wir unsere Arbeiter entlassen müssen. Wir könnten den Bau der Kathedrale nicht fortsetzen. Ich werde mit Percy Hamley sprechen. Ich muss. Und wenn er mir keine Audienz gewährt, muss ich mich an den König wenden. Oder das ist das Ende von Kingsbridge. Kann ich irgendwie helfen? Ja, indem du tust, was man dir sagt. Mach deine Arbeit und nichts als deine Arbeit. Und lass Alfred in Ruhe. Mhm. Du mich auch. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Ich will nichts mehr hören und geh an deine Arbeit. Alle arbeiten hart daran, hier alles am Laufen zu halten. Das Gleiche erwarte ich von dir. Jeder Satz besteht bei ihm nur aus dem Wort Arbeit, wenn man mal genau hinhört. Hier geht's irgendwo hin. Hier geht's irgendwo hin. Ja, jetzt sind wir hier. Es ist ein bisschen unübersichtlich, um zu sagen, wo ich jetzt eigentlich hin will oder so. Oder hin muss. Straße nach Norden. Eines Tages werde ich nach Gloucester reisen, wenn der Krieg vorbei ist. Aber nicht heute. Aljenas Haus, da werden wir als letztes hingehen. Erinnere mich, wie ich das erste Mal an die Tür klopfte. War sehr nervös und erinnere mich, wie ich... Achso. Walkerinnen? Walkerinnen? Was sind das? Harte Arbeit. Aiena bezahlt sie gut. Aber es bleibt sehr harte Arbeit.
Guten Tag, die Damen. Ha, wenn das nicht der hübsche Jack ist. Bist du vorbeigekommen, um mit Hand anzulegen? Eigentlich nicht. Hätte mich aber auch gewundert. Nach dem ersten Tag bluten dir die Hände vom Salz und der Pisse im Wasser. Pisse? Löst den Talg und den Schmutz aus der Wolle. Das Geld können wir brauchen, aber irgendwann kann man einfach nicht weitermachen. Früher oder später wird all jener sich neue Walkerinnen suchen müssen. Ich werde etwas finden, damit es euren Händen besser geht. Na, das wäre immerhin ein Anfang. Aber solltest du nicht besser auch arbeiten? Ich mach nur mal Pause, in Ordnung? Ayenas Walkerinnen haben verschwundene Hände. Das ist eine neue Info, ne? Ja. Meine andere Frage, wir Menschen benutzen doch eigentlich Werkzeuge, ne? Um Dinge zu bearbeiten. Wieso denken die Leute, dass man unbedingt Füße und Beine dafür braucht? Oder Hände? Wäre das nie auch besser, da auch ein Werkzeug zu finden? Hm. Na gut. Wo geht's denn da lang? Stadt Kingsbridge, das ist ja schön. Straße zur Brücke. Gehen wir erstmal zur Brücke. Wir gehen jetzt erstmal überall dorthin, nur nicht dorthin, wo Ayena ist. Was ist da? Achso, das ist der Kleine. So, was haben wir mit euch? Paolo Novice. Paul wird immer vergesslicher, besteht darauf zu arbeiten. Okay. Bruder Paul. Und das ist der kleine Jack. Weißt du, er hat nie den Brückenzoll bezahlt, als er hier kam. Manchmal muss man barmherzig sein und Leute reinlassen, die in Not sind. Ich werde an deine Worte denken, Bruder Paul. Der Novize hört sich sehr jung an. Von hier sieht er aber schon groß aus. Er erklärt dem Novizen das mit der Brücke und dem Zoll. Ich störe sie besser nicht. Okay, gehen wir mal weiter. In die Ecke. Besen, Besen, sei es gewesen. Jacks Steinbruch? Wie Jacks Steinbruch? Überall gibt's Häuser und wir wohnen hier? Das ist schon etwas her. Könnte besser sein, aber mir gefällt's. Es zeigt einem, wie leicht sowas gehen kann. Mein kleiner Steinbruch. Hier meißle ich, was ich will. Und wann ich es will. So gern ich es täte. Ich habe Tom versprochen, nur abends an meinen eigenen Sachen zu arbeiten. Okay. Geht's hier noch? Nein. Verbringt mehr Zeit hier als im Dorf. Sagt, sie braucht Abstand von Menschen. Verbringt mehr... Okay. Ah, da bist du ja, Füchschen. Wir müssen uns mal unterhalten. Was gibt es? Ich befürchte, uns stehen harte Zeiten bevor. Tom hat mir erzählt, dass sie versuchen, den Bau der Kathedrale zu stoppen. Sie? Wer genau? Der Graf von Shiring und seine Männer. Tom steht unter enormem Druck. Wenn er nicht wäre, hätten sie ihr Ziel schon erreicht. Warum erzählst du mir das? Hat er etwas über mich gesagt? Nein, aber ich weiß, wie sehr es ihn belastet, dich und Alfred streiten zu sehen. Ich sehe nicht ein, warum Alfred alles machen darf, was er will. Alfred ist jetzt selbst Meister. Du bist ein Lehrling. Das sind die Regeln. Es sind nicht meine Regeln, aber es sind deine, wenn du auch Baumeister werden willst. Hm, kann schon sein. Ärgere dich nicht, Füchschen. Tue ich nicht. Tue ich nicht. Die Walkerinnen unten im Dorf haben Probleme mit ihren Händen. Das wundert mich nicht. Ich konnte das nur ein paar Tage lang machen. Dann habe ich's aufgegeben. Auch wenn Aljena gut bezahlt. Nimm das hier. Mutters Kräuter.
Mirius kann dabei damit Salbe für die Walkerin machen. Dafür haben wir den Mörser in der Küche. Au. Brennnessel? Du musst sie in einem Mörser zerreiben und dann Salbe daraus machen. Cuthbert hatte einen Mörser. Die Salbe wird den Walkerinnen helfen. Aber nicht langfristig. Wenn sie nicht wollen, dass ihre Hände bluten und schmerzen, dann müssen sie mit dem Walken aufhören. Mhm. In Ordnung. Danke. Ach ja. Vor allem, wenn man mir jetzt nur sagen würde, wo ich hingehen müsste und nur die Namen nenne, würde ich damit gar nicht klarkommen. Weil hier sind von mir zu viele Namen, als dass ich wüsste, wer jetzt noch sein mag. Gut, dann sind wir hier auch schon fertig. Auf dem Rabauplatz ist immer was los, am Markttag noch mehr als sonst. Markt zieht Leute aus ganz Schallen an. Hier auf der Brücke habe ich Ayena wieder getroffen. Philipp hatte sie eingeladen. Wie lange ist das schon her? Gehen wir zur Mühle. Bei der Mühle mussten wir am Anfang gar nichts machen, im ersten Buch. Lauf nicht immer weg, Jonathan. Ich krieg noch Ärger mit... Ayena! Ah, wir haben sie gefunden. Leider schon. Ja. Dürfen wir uns zu dir setzen? Natürlich. Wer soll aufblicken? Machen wir erstmal den ersten Schritt. Und wie geht es euch beiden so? Oh, naja. Oh, jetzt schon zu sagen, dass man sie mag? Ehrlich? Aber wenn ich das frage, wird es jetzt vielleicht... Ach, sehr egal. Solltest du nicht arbeiten, Jack Builder? Wir? Ach, mein junger Freund ist heute gerade mit seinen Mönchsoberen aneinander geraten und braucht eine kleine Pause. Ah, so ist das. Vielleicht hast du dann ja Lust, einmal für mich zu arbeiten, Jonathan. Nun ja. Nun ja. Nun ja. Ja. Jonathan! Er ist hier. Ich komme. Jack liebt dich. Ich wollte dich gerade fragen, ob du glaubst, dass Jonathan einen Verdacht hat. Ich schwöre auf diese Bibel, dass ich nicht weiß, wovon du redest. Da ist die Bibel dahin. Kalt, 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 kalt. Meine Bibel ist weg. Scheiße. Tut mir leid, aber keine böse Tat bleibt ungestraft. Aber wir haben nichts Böses getan. Noch nicht. Du hast die Kathedrale abgefackelt. My Lady. Du gefährliches, wildes Tier aus den Wäldern. Wenn Gott mich dafür hasst, dann zeigt er es auf eine seltsame Art. Du erinnerst dich noch? Das Lied hast du gesungen, als wir das erste Mal hier zusammengesessen haben. Und du hast deine Füße im Bach baumeln lassen.
und vor dich hingegrübelt. Genau wie heute. Warum kann es nicht immer so sein wie jetzt, Jack? Ich weiß, was du meinst. Ich hasse es, so zu tun, als ob ich dich nicht liebe. Dann hör auf damit. Jack. Ich weiß, ich weiß. Aha, es gibt also hier schon Bekanntheiten. Ach ja, was wollen wir denn da sagen? Hast du dich wieder mit Tom gestritten? Hast du immer noch die Bibel gelesen? Gibt es etwas Neues von deinem Bruder? Mit Tom? Ach so, das ist der Vater, ja. Oder der. Hast du dich wieder mit Tom gestritten? Tom hält immer zu Alfred. Er ist sein Vater. Er macht sich Sorgen um ihn. Bei Richard war es dasselbe. Wenn Tom sich Sorgen um Alfred macht, warum lässt es dann immer an mir aus? Weil du der Klügere von euch beiden bist. Vielleicht macht er sich Sorgen um Alfred. Ist doch nicht meine Schuld, dass Alfred etwas langsam ist. Ganz genau. Tom glaubt, du solltest es besser wissen. Mag sein. Aber Klugheit hat nichts damit zu tun, wie man mit Gefühlen umgeht. Also nur weil man klug ist, heißt es nie, dass man weiß, wie man moralisch denkt und handelt. Sehr, sehr. Sei nicht sauer auf Tom. Ich glaube, er wünscht sich, dass Alfred fähiger wäre. Schließlich möchte er, dass Alfred sein Nachfolger wird. Vielleicht könnte Alfred das ja, wenn er sich Mühe geben würde. Ich glaube, ich könnte sogar sein Nachfolger werden. Das könntest du ganz bestimmt. Aber wer will schon eine Kathedrale bauen? Ja, wir haben eben andere Ziele. Gibt es etwas Neues von deinem Bruder? Der Krieg hört nie auf und er kriegt nie genug Geld. Und er kämpft auch noch für den Mann, der unseren Vater getötet hat. König Stefan, damit der ihm die Grafschaft zurückgibt. Ja, aber ich brauche das alles nicht. Alles, was ich mir aufgebaut habe, was wir miteinander haben, das habe ich alles nur, weil ich nicht mehr nur die Tochter meines Vaters bin. Ich befürchte, dass, wenn Richard Graf wird, ich noch viel mehr verlieren werde als das Geld, das er auf dem Schlachtfeld durchbringt. Dein Vater hat es gut gemeint, da bin ich mir sicher. Ach ja? Er hat nie jemanden geliebt. Nicht einmal meine Mutter. Und es war nicht meine Schuld, dass wir die Grafschaft verloren haben. Die Verantwortung dafür liegt nicht bei mir. Wie konnte Vater mich nur so einen Schwur leisten lassen? Hast du immer noch die Bibel gelesen? Philipp besteht darauf. Er wird ganz schön sauer sein, wenn er erfährt, dass sie im Bach gelandet ist. Keine Sorge, er wird dich weiterlesen lassen. Ich glaube, er sieht etwas Besonderes in dir. Vielleicht sollte ich dann Mönch werden. Aber einen Mönch darfst du nicht küssen. Dann werde ich dich wie einen Bruder lieben. Das ist nicht komisch. Wie hieß nochmal das Buch, das du mit mir lesen wolltest? Die Amores von Ovid. Ich habe bisher nur davon gehört. Von einem reisenden Gelehrten, den wir auf dem Weg zum Steinbruch getroffen haben. Der Titel klingt vielversprechend. Aber vielleicht ist es nicht so interessant, wie wir glauben. Finden wir es raus. Ich werde in Kingsbridge herumfragen und schauen, ob ich etwas herausfinden kann. Tu das. Na super, jetzt suche ich nach einem Skriptorium. Wie hieß das Buch nochmal? Die Amores von Ovid. Weißt du, damals im Wald hat meine Mutter die Regeln gemacht. Aber sie waren alle irgendwie sinnvoll. Hier ist alles so kompliziert. Ich weiß, überall gibt es Regeln. Warum kann Tom Philipp nicht sagen, dass Jonathan sein Sohn ist? Er ist so glücklich, wenn er bei Jonathan ist. Toms Regeln. Und wohl auch Philipps. Tom glaubt, er hat das Recht verloren, Jonathans Vater zu sein.
Weil er ihn nach seiner Geburt ausgesetzt hat. Das meint Martha jedenfalls. Und was ist mit uns? Wann werden wir den Leuten von uns erzählen? Ich schätze, wenn wir bereit sind, nach ihren Regeln zu spielen. Oder sie nach unseren. Genau. Es ist wie Bildhauerei. Ja? Wenn ich einen Stein ansehe, kann ich mir vorstellen, was daraus werden könnte. Kragsteine oder Eichhörnchen. Es ist so, als ob ich es schon sehen könnte. Aber nur wenn man daran arbeitet, lernt man, was man damit machen kann oder nicht. Behaut man den Stein falsch, zerbricht er. Macht man es richtig, kann etwas Großartiges daraus werden. Also, wir werden den Leuten von uns erzählen, wenn wir sicher sind, dass wir nichts zerbrechen. Richtig. Ich wette, für die Säulen kann man nur den besten Stein verwenden, oder? Weil sie das ganze Gewicht tragen. Genau. Darum hacken Tom und Philipp auch so auf dir herum. Sie wollen das Beste für dich und für sich selbst. Nämlich dich. Wenn du es sagst. Ich weiß es. Das will ich nämlich auch. Eines Tages werden wir ihnen alles über uns erzählen, Ellie. Ihnen allen. Vielleicht nicht alles, Jack Builder. Oh. Was ist denn da drüben los? Wir gehen besser und sehen nach. Leute, beruhigt euch! Was ist am Steinbruch geschehen? Hört doch! Ja, es gab einen Zwischenfall. Unser Freund Otto Blackface wurde im Steinbruch verletzt. Was ist geschehen? Der Graf von Shiring hat seinen Männern geboten, uns davon abzuhalten, Steine aus dem Steinbruch und Holz aus den Wäldern zu holen. Warum? Warum sollte Percy Hamley das tun? Wir wissen nur, was uns seine Männer gesagt haben. Dass der Graf von Shiring den Bau der Kathedrale von Kingsbridge nicht länger unterstützen wird. Oh nein, was sollen wir denn jetzt machen? Ich werde selbst nach Shiring reiten und mit Percy Hamley sprechen. Gut und schön. Aber wie sollen wir ohne Steine und ohne Holz weiterbauen? Ich will hier bezahlt werden, bevor hier alles zugrunde geht. Ich muss meine Familie ernähren. Beruhigt euch! Ihr habt den Prior gehört. Er wird selbst mit dem Grafen sprechen. Und ich habe für einen Fall wie diesen vorgeplant. Ihr sollt bald bezahlt werden. Und es wird noch genug Arbeit geben, für mindestens einen Monat, für alle von euch. Ich vertraue Tom. Ich sage, wir bleiben. Und ich vertraue unserem Prior. Ich werde alles Nötige vorbereiten. Ich bin gleich bei euch. Was, wenn der Graf Philipp kein Gehör schenkt? Ich muss mit Philipp reden. Komm später bei mir zu Hause vorbei, ja? Was ist denn mit dem Buch, das wir suchen wollten? Nicht jetzt. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich Philipp helfen kann. Ich werde das Buch schon finden. Wir werden das alles geregelt bekommen. Und jetzt zurück an die Arbeit. Unsere Kathedrale baut sich nicht von selbst. Und du, Jack, pass auf Jonathan auf. Was? Schon wieder? Immer noch. Da hätte ich vielleicht nicht dahin gehen sollen, zu der Mühle, weil jetzt habe ich vielleicht ein paar Dinge nicht mehr zu machen. Hier ist jetzt mehr vorhanden als vorher. Hey. Okay, hier ist nichts.
immer noch nichts. Immer alles erst angucken, sage ich mir, bevor ich mit jemandem rede. Was soll das hier sein? Ich bekomme diesen Ausdruck nie richtig hin. Das ist nicht Demut, Liebe und Sorge. Er wirkt überrascht. Ein überraschter Kragstein. Nutzlos. Er ist überrascht. Ich bin fürs Erste damit fertig. Ich kann den Kragstein nicht mehr sehen. Hey, nimm zurück, was du vorhin gesagt hast. Was? Was habe ich gesagt? Du weißt, was ich meine. Über Aliena? Was schert es dich, wenn ich sie zur Frau nehme? Du kapierst es einfach nicht. Aber er treibt mich in den Wahnsinn. Hätte ich für den Größten, weil er jetzt Meister ist. Für wen hält er sich? Wer nicht hören will? Hey, Alfred. Was? Au! Was soll das? Spinnst du? Jack, das hier ist eine Kirche. Jetzt lauf bloß nicht gleich los und verpetz mich. Er hat angefangen. Was willst du von mir? Ich will, dass du zurücknimmst, was du über Aliena gesagt hast. Und was, wenn ich sie heirate? Was geht dich das an? Kümmer dich um deinen Kram. Und das von dir. Solltest du nicht eigentlich arbeiten? Wie soll ich arbeiten, wenn du mich ständig ablenkst? Theoretisch lenke ich mich ja gerade selber ab. Ja, das können wir machen. Schreibe etwas, um Alfred zu nerven. Warum lässt du uns nicht einfach arbeiten? Kapierst du nicht, wie ernst die Lage in Kingsbridge jetzt gerade ist? Was denn? Was hat er da geschrieben? Alfred kann nicht lesen. Stimmt, Jonathan. Aber du kannst es. Sehr gut. Jack, was stimmt denn nicht mit dir? Du wirst es nie zum Baumeister bringen, wenn du so weitermachst. Wenn du so weitermachst, dann hängen sie dich in Shiring, wie dein Vater. Was? Tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen sollen. Was hast du gesagt? Ich habe das in einer Schenke gehört. Jemand hat gesagt, dass dein Vater ein Dieb war. Und dass er in Shiring gehängt wurde. Tut mir leid. Na und? Was geht dich das an? Jack. Entschuldige dich lieber für das, was du über Aliena gesagt hast. Vergiss es. Untersuchen, Alfreds Bemerkung. Als er sich mit Jack gestritten hat, hat Alfred ein Gerücht über Jacks Vater erwähnt. In einer Taverne hat Alfred gehört, dass Jack Cherbourg ein Dieb gewesen sein soll und angeblich in Shiring gehängt wurde. Kann das stimmen? Wer war Jacks Vater wirklich? Ja, wer war er nur? Wer war er nur? So, mal hier rumgehen. Wer ist das? Sieht verloren aus. Hat Angst vor Höhen. Wie Philipp. Suchst du nach jemandem? Ich soll das Brot hier unserem Kantor bringen. Er verbringt den Tag heute oben auf der Baustelle. Aber wie soll ich da nur jemals hochkommen? Höhenangst, was? Soll ich für dich gehen? Nein, nein. Ich werde das schon schaffen. Ich brauche nur etwas Zeit. Wie viel Zeit? Bis er verhungert ist? Das wird ihm nicht helfen. Hm. Ich suche nach einem Buch
Und bevor du fragst, nein, es ist nicht die Bibel. Es gibt viele Bücher im Skriptorium, im Haus des Priors. Vielleicht haben sie dort das Buch, das du suchst. Okay. Ich habe so einige Ideen, was ich machen möchte oder könnte, aber so richtig weiß ich nicht, wo ich anfangen soll und was ich überhaupt die ganze Zeit machen soll. Ich werde alles tun, was ich kann, damit ihr euren Lohn erhaltet. Ich weiß, ihr habt uns damals aufgenommen, als wir aus Earl's Castle fliehen mussten. Mein Mann hat seitdem immer hier gearbeitet. Und wir wollen bei unserer Lady Aljena bleiben. Aber wir haben keine Wahl. Oh, Mary. Meine Familie und ich auch. Wir alle verdanken Philipp viel. Ich vertraue euch, Vater. Aber ich riskiere dort oben jeden Tag meinen Hals. Meine Frau hat recht. Wenn ihr unseren Lohn nicht zahlen könnt, müssen wir weiterziehen. Kingsbridge ist unser Zuhause. Ich will hier nicht fort. Lasst mich nachdenken. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie wir eure Arbeiter früher entlohnen können, Philipp. Aber es wird Tage dauern, bis wir unseren Erlös von der Wollmesse haben. Es tut mir leid, aber in solch einer unsicheren Lage können die anderen Arbeiter und ich nicht so lange warten. Vertraut mir, Philipp. Mir fällt schon was ein. Jack. Ich habe deinen Kragstein gesehen. Gute Arbeit, Jack. Er ist nicht halb so gut, wie er sein sollte. Verlier dich nicht in Details. Das ist mein Kragstein. Ich will, dass er perfekt wird. Nichts von all dem hier gehört uns. Figurenmeißeln ist die einzige Arbeit, die du nicht Alfred gegeben hast, um sie zu vermasseln. Wir sollten dankbar sein für die Arbeit, die wir tun dürfen. Und in unserer Arbeit müssen wir gründlich und beständig sein. Dankbar für das, was wir tun dürfen? Du warst es doch, der unbedingt eine Kathedrale bauen wollte. Du hättest andere Arbeit haben können, aber nein. Monatelang hast du alles andere abgelehnt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wann wirst du Jonathan erzählen, was damals im Wald passiert ist? Ich hätte das mit Jonathan nicht sagen sollen. Scheiße. Nee. Meine Güte, wenn Jugendliche nicht denken, sondern einfach nur hinausreden, was ihnen gerade Ärger und Verdruss bringt. Meine Güte. So, wir gehen natürlich wieder zurück. Ja. Ich bezweifle, dass man so Salbe macht. Ja. Dann wollen wir mal. Na also. Yep. Hab's fast. Gut. Und was jetzt? Milius? Ja? Weißt du, wie man Salbe macht? Ja, sicher. Man braucht lediglich etwas heißes Fett und Bienenwachs. Danke. Heißes Fett und Bienenwachs und das mit Kräutern vermischt. Mehr wird auf einer Salbe nicht drauf geschmiert. Aha. Weißt du, Jack, du würdest wirklich ein guter Mönch sein. Was? Ich? Ich glaube, das würde nicht gehen. Warum nicht? Du kannst lesen, du weißt schon etwas über Heilkräuter und deine Gesellschaft tut uns allen gut. Soll das hier Wein sein? Was? Hier unten in der Ecke. Nein, das ist Essig. Bah.
Das ist Essig. Der sollte da nicht stehen. Was hat sich Cuthbert dabei nur gedacht? Herr, steh mir bei. Damit ich Bruder Andrew nicht aus meiner Küche jage. Ich glaube nicht, dass ich ein guter Mönch wäre. Warum nicht? Selbst Philipp glaubt das. Ist ja auch nicht wichtig. Ich muss jedenfalls kein Mönch sein, um hier vorbeizuschauen, damit wir uns unterhalten können, oder? Das stimmt. Und ich befürchte, ich muss jetzt zurück an die Arbeit. Danke für die Hilfe. Okay. Dann gehe ich jetzt zu dem Philipp. Ich glaube, er hieß Philipp. Ja. Und ich würde gerne über ein Buch reden. Ich bezweifle, dass er mir helfen würde. Okay. Theoretisch müsste ich in die Priorei. Und die ist hinten. Gehen wir mal hier lang. Das ist die Mühle. Da muss ich jetzt nicht hin. Das ist das Kapitelhaus. Das ist die Kyoto. Hier ist alles zugestellt. Ich muss den Haupteingang benutzen. Genau. Wir gehen jetzt auch zum Haus der Priorei. Ja, das ist einiges. Und dahin soll ich ja auch noch gehen. Der Mörtel rührt sich nicht von selbst an. Der Mörtel wird sich auch nicht beschweren, wenn er bis nach meiner Pause warten muss. Bruder Arnold, der neben Gutberts Grab schläft. Gutbert starb vor einem halben Jahr. Ich vermisse ihn. Hab ich mich etwa beschwert, als du den halben Morgen einfach nicht aufgetaucht bist? Ich hoffe, du bist glücklich, wo du auch sein magst. Was meinst du mit, wo du auch sein magst? Er liegt da drin. Ich hab dafür gesorgt, dass er dort in Ruhe aufs jüngste Gericht warten kann. Philipp glaubt, wir kommen in den Himmel, wenn wir sterben. Nein, wir liegen da und warten aufs jüngste Gericht. Deshalb will ich, dass mich eine gute Seele begräbt, damit auch ich gut liege. Ich hoffe, du wirst dich an dein Versprechen erinnern, dass du mich begraben wirst. Das ist lange her. Das war in der ersten Nacht, die wir hier in der Priorei verbracht haben. Ich werde dich begraben, Bruder Arnaldos. Keine Sorge. Danke dir. Und danke, dass du dich um Cuthbert kümmerst. Cuthbert's Ende. Das ist ein bisschen viel, okay. Cuthbert starb in den ersten Wochen des Jahres 1141. Es war wieder ein harter Winter gewesen. In den Tagen vor seinem Tod hatte sich Cuthbert über Schwierigkeiten beim Atmen beschwert und einen Schmerz in der Brust. Er bat Milius, etwas Lungenkraut zu sammeln. Der Tee, den er aus dem Kraut brühte, schien ihm Linderung zu verschaffen. Doch noch in der gleichen Nacht suchten ihn ein schweres Fieber heim. Sein Atem war flach, Milius blieb bei ihm, bis er schließlich einschlief. Am nächsten Morgen wachte er nicht wieder auf. Als Cuthbert starb, war er 68 Jahre alt. 58 Jahre seines Lebens hat er in Kingsbridge verbracht. Niemand in der Priorei war alt genug, um sich noch an seine Ankunft in Kingsbridge zu erinnern. Cuthbert sprach nie über seine Familie, aber den meisten Mönchen war er wie ein Vater gewesen. Und zu seiner großen Freude hat er in den letzten Jahren seines Lebens den kleinen Jonathan ein Großvater sein dürfen. Möge Cuthbert nun in Frieden ruhen. Ich weiß gerade mehr, wer der war. So, genau. Ich kann mich jetzt an das erste Buch leider jetzt nicht mehr so erinnern. Das geht dich überhaupt mal gar nichts an. Kannst du mal reden? Ich glaube, Bruder Arnold ist eingeschlafen.
Er schnarcht ganz leise. Okay. Ich muss besser zielen lernen. Okay. Oh. Daneben. Also gleich beim ersten oder beim zweiten Mal. Ansonsten habe ich nicht genug Zeit. Ja. Ha, ich wette, es gibt noch mehr Nester. Ich wette nicht mit dir. Ich glaube, Bruder Arnold ist eingeschlafen. Er schnarcht ganz das leise. Das soll wohl ein Witz sein. Mach endlich! Das ist kein Witz. Stimmt was nicht? Ich mache eine wohlverdiente Pause. Wohlverdient? Einen Tritt in den Arsch hast du verdient, du fauler Trunkenbold. Besser betrunken als ein bärtiger Bastard. Na los, tritt mich doch. Zeig, was du kannst. Bitte. Merkt ihr nicht, dass das zu nichts führt? Überleg doch nur einmal kurz, was andere Leute tun würden. Was? Wer? Tom Bilder. Na, das ist mal ein hart arbeitender Mann, nicht wahr? Der ist auf jeden Fall ein hart arbeitender Mann. So viel ist sicher. Aber er ist auch ein Mann, der weiß, wann Zeit für eine Pause ist. Und er weiß auch, wann man anderen mal ihre Pause lassen sollte. Du hast doch gar nicht Pause. Du hast den halben Tag nur auf dem Pott gesessen. Das war deine Pause. Also verdirb mir nicht jetzt auch noch meine eigene. Oh, Mann. Jetzt legen sie aber los. Wenn ich Pause mache, musst du auch eine machen. Hat deine Frau wohl wieder gekocht, was? Was fällt dir ein? Sauf dich doch tot! Der Prior. Genau, ja. Prior Philipp torkelt auch nicht betrunken durch die Gegend, oder? Nee, tut er nicht. Aber ich auch nicht. Ich sitze. Und genau da ist das Problem. Hoch mit dir und fang an zu schieben. Philipp würde das auch tun. Würde er nicht. Eine Pause ist wie der heilige Sonntag. Es ist eine Sünde, am Sonntag zu arbeiten. Das stimmt. Es ist aber nicht Sonntag. Aber es ist meine Pause. Okay. Der Graf von Shiring. Welcher genau? Graf Bartholomäus oder der Fettsack? Der Neue. Percy Hamley. Du kennst den Namen unseres Grafen nicht? Mein Graf ist er sicher nicht. Ich bin aus Earl's Castle. Bartholomäus war ein Graf und ein guter Mann. Aber jetzt ist er tot. Weg. Du solltest den Namen deines neuen Grafen kennen. Welchen? Vom Fettsack. Percy Hamley. Weißt du was? Ich weigere mich, mir seinen Namen zu merken. Was? Warum? Aus Trotz. Was er meinem Grafen angetan hat, war nicht richtig. Das, was du hier machst, ist auch nicht richtig. Deinen Namen merke ich mir auch nicht mehr. So. Das wagst du nicht. Schon passiert. Ah, oh, wie kleine Kinder. Alfred Bilder. Oh, der ist ein gutes Beispiel. Er ist jetzt Baumeister. Aber er trinkt auch ganz gern mal ein Bier, nicht wahr? Und ja, das tut er. Aber bei der Arbeit ist er immer nüchtern. Immer. Weißt du, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr wie Alfred sein. Ich auch. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Also dann, zurück an die Arbeit. Nein, meine Pause ist noch nicht vorbei. Alfred Bilder wüsste genau, wann es Zeit ist, wieder zu arbeiten.
Alfred Bilder wüsste auch genau, wann er verdammt nochmal sein Maul halten sollte. Das bezweifle ich. Ja, fast hätte ich gedacht, die nehmen den jetzt als Vorbild. Was ist mit König Stefan? Also das ist mal ein Mann, der viel rumsetzt. Woher willst du das denn wissen? Er hat einen Thron. Er ist der König. Natürlich hat er einen Thron. Und auf dem sitzt er herum. Er hat einen Thron. Heißt, er ist ein Mann, der weiß, wie man richtig herumsetzt. Ah, so wie du also. Ja, genau, so wie ich in meiner wohlverdienten Pause. Oder so wie du in deiner, wenn du den halben Tag im Scheißhaus verbringst. Aber das hab ich doch gar nicht. Ich hab dich doch bis hier furzen hören. Glaubst du wirklich, ich will einen halben Tag auf dem Scheißhaus verbringen? Glaubst du das wirklich? Die Unterhaltung wird langsam niveauvoll. Ah, Jack Jackson. Wer ist das denn? Nie von dem gehört. Das bin ich. Dachte, du wärst Jack Bilder. Naja. Weiß nicht so recht, was ich von dir halten soll, wenn ich ehrlich bin. Solltest du nicht arbeiten? Du hast die ganze Zeit nur durch die Gegend und erledigst eigentlich auch nichts. Halt du uns wenigstens nicht von der Arbeit ab. Verstanden? Vergesst es einfach. Ach, herrlich. Der Subprior. Oh, fang mir bloß nicht mit Subprior Remigius an. Er ist ein hart arbeitender Mann. Das ist er. Kein Zweifel. Was? Dass er ein hart arbeitender Mann ist. Wer? Subprior Remigius, du Trottel! Was? Wie können Sie es wagen? Wie könnt ihr es wagen? Schreit ihr auf dem Friedhof herum wie wilde Heiden? Aber ich, wir... Ruhe! Wisst ihr überhaupt, wie schwer die Arbeit eines Subpriors ist? Wie viel Hingabe und schmerzhafte Arbeit es ist, unsere Novizen zu unterrichten, unsere Mönche? Und ihr wagt es, mich einen Narren zu nennen? Wir haben doch nicht... Ruhe, sagte ich! Lasst mich über einen Weg nachdenken, wie ich euch zwei verständlich machen kann, welches Betragen ich von euch in Zukunft erwarte. Wir werden wohl eine Weile beschäftigt sein. Ja, da kann ich ja rein und vielleicht ein Buch holen. Wir nehmen euch bei... Ich sollte besser jemanden fragen, der sich mit Büchern auskennt. Ich suche nach einem Buch von Ovid. Oh, in Shiring und Winchester haben wir ein paar davon gesehen. Es gibt auch die ein oder andere Kopie in Salisbury, glaube ich. Welches suchst du denn? Die Amoris. Hast du davon schon mal gehört? Das war doch eine der Niederschriften in Winchester, denke ich. Hast du es gelesen? Ich? Ich weiß nicht mehr genau. Hat er. Nur ein oder zwei Seiten. Klingt nach dem richtigen Buch. Und Winchester ist doch gar nicht so weit weg. Ich sollte Ellie sagen, was ich herausgefunden habe. In Winchester haben sie eine Kopie der Amoris. Ja. Du? An einer Kopie von dem Buch, das Philipp geschrieben hat. Wir haben das Original letztes Jahr fertiggestellt. Ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat. Nur wenige wissen das. Der Inhalt ist...
Er ist etwas kritisch, was die Kirche und Bischöfe angeht. Nach seiner Erfahrung mit Bischof Walleron hat er sich mit etwas beschäftigt, das er Judicia Cleri nennt. Judicia Cleri? Die Urteile des Klerus? Ja. In der Vergangenheit gab es viele grausame Prüfungen, um die Schuld oder Unschuld eines Mannes zu bestimmen. Der Herr selbst sollte über sie richten. Diese Verfahren nannte man Judicium Dei, das Gottesurteil. Mancher musste glühende Eisen mit bloßer Hand halten. Andere wurden ertränkt und einige dem Scheiterhaufen übergeben. Wenn sie unschuldig wären, würde Gott sie erretten. Es gäbe keine Märtyrer, wenn das wahr wäre. Selbst Adolphus wäre verschont worden. Ja, Gottes Wege sind unergründlich. Philipp will, dass diese schrecklichen Verfahren ein Schatten der Vergangenheit werden. Denn Grausamkeit führt stets nur zu mehr Grausamkeit. Aber ich habe von Wundern gehört. Heilige, die selbst den Scheiterhaufen überlebten. Ja, Philipp glaubt, das waren keine Gottesurteile, sondern Urteile, die der Klerus bestimmt hat. Judicia Cleri. Richtig. Märchen und manipulierte Richtsprüche, um Freunde und Verbündete des Klerus freizukaufen. Falsche Wunder? Und die Kirche steckt dahinter? Klingt, als wenn Philipp nach Ärger sucht. Wenn man jemanden solcher Scharlatanerie und Ketzerei bezichtigt, wird die Antwort darauf sicher nicht freundlich ausfallen. Dennoch glauben wir, dass Philipp recht hat. Dies ist das zweite Jahrtausend. Es wird Zeit, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Philipps Buch Die Gerechtigkeit der Kirche. Wow, sind noch mehr. 1140. In lateinischer Sprache verfasst, wird Philipps Buch im Skriptorium von den Schreibgelehrten von Kingsbridge kopiert und hat seinen Weg mittlerweile in die Buchsammlung der Klöster von England und in der Normandie gefunden. Hauptsächlich wird es in den höheren Kreisen der Kirche gelesen, denn der Inhalt des Buches ist anspruchsvoller und vielleicht gefährlicher Natur. In seinem Buch äußert sich Philipp kritisch zu Feuerproben und anderen angeblichen Gottesurteilen. Seit Jahrhunderten wird behauptet, dass es der Zweck dieser Feuerproben sei, die Schuld eines Menschen zu beweisen. Die Kirche gibt dabei vor, dass die Unschuldigen von Gott gerettet werden würden. Doch Philipp schreibt, dass der Mensch Gott zu so einer Urteilsverkündung nicht zu zwingen vermag, nicht einmal der Papst. Der Mensch dient Gott und nicht Gott den Menschen. Philipp glaubt, dass Wunder, die sich bei diesen Feuerproben zugetragen haben sollen, nichts anderes als Fälschungen waren, um Freunde der Kirche von ihren Sünden freizusprechen. Feinde der Kirche hingegen wurden getötet oder verstümmelt. Weiterhin schreibt Philipp, dass die Existenz der Märtyrer ein Beweis dafür ist, dass Gott die Unschuldigen nicht einfach rettet. Da müssen Feuerproben und andere Gottesurteile verboten werden, so Philipp. So viele Geschichten, so viel Weisheit. Die meisten sind viel interessanter als die Bibel. Viele davon habe ich noch nicht gelesen. Die meisten, um ehrlich zu sein. Wenn ich doch nur mehr Zeit zum Lesen hätte. Wenn ich doch nur mehr Zeit zum Lesen hätte. Ah, Jack. Ich wusste, du würdest wieder auftauchen. Sei bloß vorsichtig, dass du Remigius nicht unter die Augen kommst. Aber Philipp sagte, ich könnte jederzeit hier lernen. Leider nicht, während wir hier arbeiten. Darauf hat Remigius bestanden. Ich werde mich beeilen. Wenn ich doch nur mehr Zeit zum Lesen hätte. Ich kann mit dem nochmal reden. Falsche Wunder. Ach so. Ich habe gedacht, ich müsste mit dem jungen Mensch reden. Ketzer! Ja,
Ich bleib mal besser weg vom Fenster, sonst bekomme ich auch noch Ärger. Hey, an was arbeitest du da? Darf ich das mal lesen? Nein, Remigius wird ungehalten, wenn ich damit nicht fertig werde. Boah, so ein Sklaventreiber. Woran arbeitest du? Geh weg. Ich muss mich konzentrieren. Na gut, wir haben ja auf jeden Fall die Info, dass in Winchester eine Kopie ist. Warum sollte ich aber ihn eventuell strafen? Das wäre Quatsch. Eigentlich ist es ja ein ehrbarer Mann. Nur die zwei sind ja wohl ein bisschen zerstritten und Jack ist sowieso immer ein bisschen eifersüchtig, merke ich an seiner Art. Und so dankt er es uns also. So, was haben wir hier noch? Haus des Priors und Skriptorium enthält jetzt ein Skriptorium. Philipp hat Schreiber und Illuminatoren ausgebildet. Prior Philipp ist zu gutmütig. Von hier sieht die Kathedrale fertig aus. Der sich um nur noch Dinge ein paar kümmert, Jahre. Die er lieber meidet. Und deswegen musste es so weit kommen. Gewissermaßen hat der Subprior mehr Verantwortung als der Prior. Und auch mehr Sorgen. Ja, dann können wir hier wieder gehen. Hier gibt es anscheinend nichts mehr zu sehen. Und dann könnte ich zu den Wäschereienfrauen gehen. Ich könnte auch nochmal zu der Mühle gehen. Und ich könnte mit der Mutter nochmal kurz reden. Über meinen Vater, über das, was ich herausgefunden habe. Achso, jetzt bin ich in die falsche Tür gegangen, ne? Ich wollte zur Mühle gehen. Nochmal rein. Ist anscheinend verschlossen. Okay, das hätte ich wissen müssen. Geht's da woanders hin? Oder ist es einfach nur raus? Ja, ist einfach nur raus. Gut, da gehen wir mal zu den... Wie hießen die Walkerinnen? Ne? Probiert mal die Salbe. Wann hast du nur die Zeit gefunden, Salbe für uns zu machen? Hast du nichts zu tun? Wer wäre ich denn, wenn mir das Schicksal hilfesuchender Damen egal wäre? Heißt das, du hilfst uns jetzt beim Walken? Ich habe selbst viel zu erledigen, darum wird das leider nicht klappen. Aber natürlich. Plötzlich hast du etwas zu erledigen. Aber ich muss schon sagen, die Salbe wirkt. Meine Hände fühlen sich schon viel besser an. Danke, Jack. Es war mir ein Vergnügen, meine Damen. Das bringt mir überhaupt nichts. Das ist ja super. Dinge, die mir nichts bringen, habe ich jetzt gemacht. Ich habe keine Belohnung oder sonst irgendeine Info gekriegt. Gehen wir nochmal zur Mutter. Oder zur aufziehenden Mutter. Hast du noch was zu sagen? Nein. Und ich habe nichts mit dir zu bereden, ne? Nein, sie würde nur sagen, dass ich mich nicht streiten soll. Okay, dann können wir gehen. Dann habe ich ja hier nichts mehr zu tun. Und bei der Mühle, ist da noch was? Ansonsten gehe ich nämlich dann zu Aljenas Haus.
da, wo es ja hin soll. So, ist hier noch irgendwas? Ach so, das ist... ein Wespennest. Und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Ich glaube, das waren alle. Sehr schön. Hat mir auch nichts gebracht. Einfach rein gar nichts. Ist ja super. Irgendwo da im Bach liegt meine Bibel. Philipp wird nicht erfreut sein. Ja. Können wir nochmal reingehen? Ich kann die Bibel nicht sehen. Selbst wenn ich sie wieder rausfischen würde, könnte man bestimmt kein Wort mehr entziffern. Großartige Erfindung. Was man wohl noch alles mit dem Rad antreiben könnte. Wir haben uns hier oft getroffen. Ayena und ich. Kann es nicht abwarten, sie wiederzusehen. Wo geht's hier lang? Zur Brücke. Und hier geht es zum Dorf. Dann gehen wir mal hier rein. Hier drinnen waren wir noch gar nicht. Jemand hat hier etwas in den Balken geritzt, ausgeblichen und verwittert. Kann nicht erkennen, was das war. Eine geniale Erfindung. Kann ich damit irgendwas machen? Das Wasser treibt das Rad an. Dann noch mehr Räder. Und den Mühlstein. Das heißt, das Wasser treibt den Mühlstein an. Die Bewegung des Wassers wird benutzt und in eine andere Bewegung umgewandelt. Das Mahlen des Mühlsteins. Sollte es dann nicht möglich sein, auch andere Bewegungen zu erzeugen? Wir benutzen ja auch Räder, um Lasten auf der Baustelle nach oben zu ziehen. Mit der richtigen Mühle lässt sich vielleicht ein Hämmern oder Sägen erzeugen. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich vielleicht mal etwas ausprobieren. Na, ich würde gern mit ihm reden. Darf ich mal? Eine Handvoll Ameisen, geschäftige Okay, das habe ich jetzt nicht. Ich habe nur ein paar genommen. Das sind nicht alles deine Ameisen. Doch, das sind alles seine. Jonathan, der mit Ameisen spielt. Die anderen Ameisen gehören ihm. Okay. Wozu braucht man Ameisen? Das ist jetzt mehr. Soll ich die Ameisen ihm geben? Jetzt muss ich ausprobieren. Bevor ich zu Ayena gehe, probieren wir das erst aus. Aber das wäre auch gemein. Den Ameisen jetzt irgendwo in den Bart zu tun. Ja, in seinem Bart Ameisen. Ah, das wäre ja, man sieht ja, was er tut. Also eigentlich wäre es Quatsch, sowas zu machen. Alfred!
Was? Bah! Hey! Hör auf damit, verdammt nochmal! Oh. Siehst du, was passiert, wenn man sich nicht entschuldigt? Jack, bitte, hör auf damit! Nimmst du jetzt zurück, was du gesagt hast, oder nicht? Ich bin so kindisch. Gut. Es tut mir leid. Lässt du uns jetzt weiterarbeiten? Geht doch. Ehrlich gesagt, seine Reaktion kommt mir viel erwachsener vor, also die von Alfred, als das, was ich mit Jack die ganze Zeit mache. Es ist nie nett, dass er über Aiena so geredet hat, das stimmt schon, aber er reagiert trotzdem erwachsener, indem er weiß, dass die Arbeit nun mal vorgeht. Mit dem bin ich fertig. Ach, Emma. Okay, also dafür war er dran. Aber irgendwie, das ist, glaube ich, das Traurige, es gibt keine Trophäen oder sonst was noch für solche Tätigkeiten. Ich weiß aber auch nicht, was mir das bringen soll. Na gut, gehen wir jetzt. Ich denke mal, eigentlich hätte ich bestimmt die Geschichte schon weiter voranbringen können. Und das, was ich jetzt gemacht habe, ist so viel Zusatzkram, was überhaupt nicht für die Geschichte bestimmt wichtig ist. So, wir sind Aienas Haus. Erinnert mich wieder an das erste Mal, an die Tür klopfte. War so nervös. Aha. Komm, Jonathan, erzählen wir Ellie, was wir rausgefunden haben. Eine Katze. Ranulf von Chester und sein Halbbruder haben Stefan die Burg von Lincoln weggenommen. Jetzt haben wir die Chance, sie zurückzugewinnen. Wir? Wer ist wir? Ganz England stöhnt unter neuen Steuern und wird zerrissen von diesem sinnlosen Streit. Sinnlosen Streit? Du glaubst immer noch, ich spiele nur herum? Nein! Ich riskiere mein Leben, Ellie. Für dich und mich. Das ist kein Spiel. Das weiß ich. Wirklich? Es ist eine Ehre, Ritter des Königs zu sein. Eine Ehre, die eine Menge Geld kostet. Jetzt hast du es zerbrochen, Jonathan. Da ist jemand an der Tür. Ich bin gleich zurück. Oh. Geh mal spielen. Jack. Hey. Na? Ja. Was machst du hier? Ich... Hast du einen Besucher? Was denn? Bist du etwa eifersüchtig? Alles in Ordnung bei dir? Ja, es dauert nur eine Minute. Tut mir leid, mein Bruder ist hier. Er muss bald nach Shiring zurückreiten. Ah, verstehe. Nun gut. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich etwas über das Buch herausgefunden habe. Welches Buch? Oh, Ovid, hast du wirklich noch danach gesucht? Natürlich. Warum auch nicht? Ich weiß nicht. Es kam mir nur so vor, als gäbe es gerade so viele Probleme auf der Baustelle. Wo wir gerade davon sprechen. Könntest du Philipp ausrichten, dass mir eine Idee gekommen ist, wie wir die Arbeiter bezahlen können? Oh, wie denn? Ich werde all seine Wolle kaufen und selber wieder auf der großen Wollmesse verkaufen. Aber ich muss erst nach Shiring und das Geld besorgen. Alles klar. Ich werde es ihm ausrichten. In Winchester haben sie eine Kopie der Amoris. Oh? Ich glaube, ich kenne da jemanden, der es besorgen kann. Aber
Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass Philipp sein Geld bekommt und mit Percy spricht. Wem? Percy Hamley, dem Grafen. Percy Hamley ist ein fetter Tölpel. Das weißt du ganz genau. Glückwunsch! Jeder hat dich gehört. Ja, und? Sie sind alle Bastarde. Ich denke, ich sollte jetzt gehen. In Ordnung. Sehen wir uns später, Jack? Natürlich. Bastarde. Also, das Wort solltest du besser ganz schnell vergessen, kleiner Bruder. Für sie hast du also Geld, Ellie? Du belauschst mich also. Großartig. Der Handel mit Philipp wird ihm und uns helfen, Richard. Robert von Gloucester rückt in diesem Moment auf Lincoln vor. Morgen werden wir von Shiring aus losreiten. Und was ich von dir brauche, ist Geld für ein neues Schwert und ein Gambeson. Und ich will mein Schild in Stephans Farben bemalen lassen. Führt das alles irgendwo hin, Richard? Du bist nun schon seit Jahren damit zugange. Und hat der König je erwogen, dich zum Grafen von Shiring zu machen? Noch nicht. Aber ich habe Seite an Seite mit ihm gekämpft. Er kennt meinen Namen, Ellie. Oh. Na gut. Wir treffen uns in Shiring. Ich bringe das Geld mit. Aber spricht mit Philipp. Ach so, ich soll ja ihm was ausrichten, das stimmt ja. Aber irgendwie, keine Ahnung. Mir kommt es vor, als würde das zweite Buch gerade nur irgendwie von ihr ein bisschen handeln, mehr und mehr. Philipp? Ja? Aljena sagt, dass ihr eure Arbeiter bezahlen könnt. Sie hat genug Geld, um jetzt schon die ganze Wolle der Priorei aufzukaufen und dann selbst in Shiring weiterzuverkaufen. So könnt ihr euer Geld früher bekommen. Ist das wahr? Aber ihr müsst sie selbst nach Shiring begleiten. Sie muss das Geld erst noch holen. Je früher, desto besser. Ich muss ohnehin mit Percy Hamley sprechen. Danke, Jack. Aber jetzt kehr besser wieder zurück an deine Arbeit. Tom will mit dir sprechen. Ah. Wir sind so begeistert darüber. Arbeite weiter. Ja, danke. Na, dann gehen wir mal arbeiten. Wenn ich Tom jetzt anspreche, wird er darauf bestehen, dass ich auf der Baustelle bleibe und weiterarbeite. Habe ich hier draußen wirklich alles erledigt? Ich wüsste nie, was... Falls ich eben diese blitzekleinen Kleinigkeiten, die ich jetzt gemacht habe, noch erledigen will, hätte ich jetzt also noch die Möglichkeit. Ich habe aber mit jedem geredet, ich habe alles angefasst. Ich wüsste jetzt nie, was ich noch tun soll. Ich habe sogar alle Wespennester weggemacht. Wozu auch immer. Jack? Was? Was? Wir müssen reden. Der Tonfall von Jack ist schon wieder genervt. Geh doch mal normal an. Du wolltest den Karkstein zu Ende machen und ich hab dich gelassen. Stattdessen hast du dich schon wieder mit Alfred angelegt. Du machst dich vor anderen über ihn lustig, weil er nicht lesen kann. Du bewirfst ihn mit Ameisen. Du schlägst ihn. Ja, voll kindisch, ne? Und jetzt erzähl mir nicht schon wieder, dass er angefangen hat. Denn alle sagen, du hast den Streit vom Zaun gebrochen. Subprior Remigius hat mir gesagt, du hättest die Mönche im Skriptorium gestört. Philipp hat mir gesagt, ich soll lesen üben. Die Bibel solltest du lesen, nicht das seltsame Buch, über das du dich erkundigt hast. Und dann vertust du deine Zeit einfach auf dem Friedhof und dem Markt. Und in der Küche. Und unterhältst dich den lieben langen Tag mit den Walkerinnen. Ich habe eine Salbe für sie gemacht. Ich wollte ihnen helfen. Stattdessen hättest du arbeiten sollen. Weißt du nicht, dass wir kurz davor stehen, den ganzen Bau zu schließen?
Wenn ich nicht vorgeplant hätte, dann wäre es schon vorbei. Aber wie soll ich vorausplanen, wenn ich mich nicht auf dich verlassen kann, Jack? Was? Vorsicht! Wow! Alles in Ordnung? Ja. Hier oben! Kommt! Schnell! Schon wieder was am Einstürzen? Was ist passiert? Dein Sohn glaubt, ich hätte die Steine fallen lassen. Du hast sie raufgezogen, nicht wahr? Natürlich. Das ist meine Aufgabe. Er war bestimmt wütend, weil er vielleicht keinen Lohn kriegt. Hör auf, Alfred! Was? Peter, was war hier los? Ich bin mir nicht sicher, aber da war ein Mönch. Er trug eine schwarze Kutte. Und als er sah, dass ich ihn bemerkte, lief er weg. Vielleicht war er es. Eine schwarze Kutte? Willst du damit sagen, es war mein Fehler? Nein, nein. Ich kannte den Kerl nicht. Ich bin sicher, er war nicht von hier. Nein, Peter hat die Steine fallen lassen und will es nicht zugeben. Ich versichere euch, ein Mönch würde so etwas nie tun. Ich glaube ihm nicht. Alfred, ich glaube Peter, wenn er sagt, dass er die Steine nicht fallen gelassen hat. Was ist mit dem Mönch? Wir wissen nicht, ob da jemand war. Unfälle kommen vor. Wir also werden ich habe ihn auf dem Markt gesehen, darum kann ich das nicht sagen. Dass es keine weiteren Unfälle gibt. Ich wusste jetzt, nee, auf dem Markt habe ich niemanden mit einer schwarzen Kutte gesehen. Darum kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da jemanden gesehen habe. Das meine ich eben damit. Ein Brief aus Gloucester. Das ist jetzt eben doof gewesen. Da stand, er ist auf dem Markt. Heißt das, ich wollte lügen, um dann ihm zu helfen? Also richtig kann ich jetzt nein sagen, so. Was ich tun sollte. Ich weiß noch nicht, um was es jetzt geht, genau. Philipp von Gwynedd. Bezüglich eurer Frage zu eurem Bruder Francis, muss ich euch leider informieren, dass er seit über 5 Jahren nicht in unserem Bistum gesehen wurde. Meines Wissens nach liegt das an seiner Arbeit für Robert von Gloucester. Am Hof von Graf Robert habe ich nur in Erfahrung bringen können, dass seine Schreiber zur Geheimhaltung verpflichtet sind und daher keine Anfragen beantworten. Diese Zeiten des Kriegs sind Zeiten der Geheimnisse. Ich habe Vertrauen darin, dass euer Bruder Francis wohlauf ist und Graf Robert bei seinen Aufgaben tatkräftig unterstützt. Ich bete dafür, dass sein Kampf um den Thron im Namen seiner Schwester Mathilde Früchte tragen und dies das Ende der Anarchie bringen wird. Wir haben von eurer wundervollen Arbeit in Kingsbridge gehört. Euer St. Adolphus ist inzwischen sogar im Heiligen Römischen Reich wohl bekannt. Subprior Sebastian, Priorei von Gloucester. Philipp, entschuldigt die Störung. Philipp? Bitte verzeiht. Ist alles in Ordnung? Ich dachte gerade an meinen Bruder. Was ist? Aliena ist bereit, mit euch nach Shiring zu reiten. Dann sollte ich sie nicht warten lassen. Oh, wir reisen. Ja, dann mal los. Als wir losritten, gab Aliena ihrer Erleichterung Ausdruck, dass Percy Hamley während des Wollmarks in Shiring Hof hielt und nicht in der Burg ihres Vaters. Ich hatte es Aliena noch nicht gestanden, dass ich mir die Schuld am Schicksal ihres Vaters gab. Als wir auf eine große Gruppe von Bauern trafen, die so verzweifelt wirkten wie die Flüchtlinge, die seinerzeit aus Earls Castle gekommen waren, spürte ich Schuld und Scham in mir aufsteigen. Reite weiter nach Shiring oder rede mit den Bauern? Wir können kurz mit den Bauern reden, bitte. Philipp hielt an, um mit den Bauern zu reden, und ich ebenso. Natürlich konnte er nicht an Menschen vorbeigehen, die in Not waren. Nicht einmal, wenn er unterwegs war, um Kingsbridge vor einem weiteren Übergriff der Hamleys zu retten. 2 der Bauern brachen in Tränen aus und bettelten um Essen. Philipp war beschämt, als sie den Saum seiner Kutte packten und um eine milde Gabe heischten. Ich denke nie, dass er was dabei hat. Sie sagten, sie kämen aus Wigley.
Sie hätten unerlaubt eine Mühle gebaut und keine Steuern für das Mahlen an den Grafen von Shiring entrichtet. Ich biss mir auf die Lippe, als sie den Titel nannten, der meinem Vater gehört hatte. Zur Strafe hatte der Graf ihre Mühle zerstört. Philipp schien sich unsicher zu sein, was er dazu sagen sollte. Ich war weniger zögerlich. Ein Graf muss Verständnis zeigen. Ein Graf muss Diebe bestrafen. Sie würde bestimmt eher Verständnis zeigen. Und Diebe bestrafen. Ist das ein Dieb, wenn man eine Mühle baut? Ich weiß es nicht. Ich fragte sie, warum sie unerlaubt eine Mühle gebaut hätten. Die Bauern erzählten uns, dass die Mühlsteuer in ihrem Dorf verdoppelt worden sei. Ja, die Bauern schrien, der Graf habe auch ihre Felder verbrannt, ihre Häuser zerstört und ihnen ihr Vieh weggenommen. Ein paar von ihnen seien getötet worden. Philipp sagte ihnen, sie sollten nach Kingsbridge gehen. Wir ritten weiter und er schwieg. Vielleicht hatte er angefangen, die Hoffnung zu verlieren, seine Probleme mit dem Grafen in Shiring zu lösen. Besser früher als später. Da sollte er wohl vielleicht gleich zum König gehen. Ja. Also sie als Diebe zu malträtieren wäre also, oder zu benennen, wäre also falsch gewesen, wenn ich jetzt das hier lese. Na okay, dann gehen wir mal weiter. Ich hatte den Hamleys nie getraut. Und doch war ich anscheinend im Laufe der Jahre sorglos geworden. Sie hatten getan, was sie König Stefan und mir versprochen hatten. Doch eigentlich hätte ich wissen sollen, dass sie am Ende ihr Wort brechen würden. Während ich diese finsteren Gedanken wälzte, kamen wir an einem Galgen vorbei, an dem zwei Männer baumelten. Eine alte Frau stand neben einem der Gehängten und knurrte uns wütend an. Halte an und sprich mit der alten Frau oder weiter nach Shiring. Ich werde jetzt bestimmt richtig angepöbelt. Die alte Frau sah uns an wie ein in die Enge getriebenes Tier. Philipp wollte wissen, was geschehen sei. Sie lachte schrill und schüttelte den Kopf. Sie durchsuchte weiter die Kleider der Toten. Sie hatte ihnen schon die Schuhe ausgezogen und bei einer der Leichen ein paar Münzen gefunden. Erst jetzt sah ich, dass irgendjemand Fuchsschwänze an die Leichen gebunden hatte. Man hatte ihnen die Hände abgeschnitten und ihre Gesichter waren versenkt. Es waren also Diebe. Denke ich mal. Ich fragte mit strenger Stimme, was mit den Männern geschehen sei. Die alte Frau lachte schrill und meinte, sie hätten mit Feuer gespielt. Als Philipp sagte, sie solle bei Gott meine Frage beantworten, wurde sie ernst. Sie erklärte ihm, diese Männer seien Wilddiebe und bei der Jagd in den Wäldern des Grafen ertappt worden. Philipp ritt weiter, und als ich zu ihm aufschloss, konnte ich sehen, dass er jetzt entschlossener denn je war, mit Percy Hamley zu reden. Wuhu, er ist entschlossen. Oh Gott, die Unterhaltung wird bestimmt auch noch so ein furchtbares Irgendwas werden. Weiter nach Shiring. Alle jener ritt an meiner Seite, ohne zu wissen, dass ich seit langer Zeit am Schicksal ihrer Familie schuld war. Seit ich damals den Fehler gemacht hatte, Walleran Bigot zu vertrauen. Ich fühlte mich wie eine Fliege im Spinnennetz. Jede Bewegung, die ich machte, schien mich tiefer zu verstricken. Aber dann riss mich Alienas Ausruf, als sie an mir vorbeiprescht, aus meinen Gedanken. Shiring, rief sie. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer dieser Valoran Brigitte war. Yay, wir sind Shiring! Oh, und wir haben das Kapitel beendet. Was habe ich wohl getan in Kapitel 10? Anscheinend ganz schön viel. Eigentlich, wenn ich jetzt nur schnurstracks das getan hätte, was ich tun sollte, wäre das Kapitel eigentlich ganz schnell vorbei gewesen. Aber ich, nein,
Ich renne durch alles und gucke mir alles und jeden an. Du hast dich sehr bemüht, die Arbeit an deinem Kragstein zu beenden. Ich habe mich sogar sehr bemüht. Mit Unterstützung von Ellen und Milius hast du den Walkerinnen geholfen. Alfred mag dich, aber du hast dich dreimal an ihn gerecht. Ehrlich? Ach ja, stimmt. Alfred mag mich. Hätte ich jetzt gar nicht so interpretiert. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wie er dann reagiert hat, so resignierend seufzend, als ich ihm die Ameisen dann reingetan habe, hat er ja dann tatsächlich resigniert ein bisschen, anstelle weiterzumachen. Und eins stimmt, ich habe ihn andauernd angegriffen. Und wie kindisch ist das denn bitte? Alfred hat dir gesagt, dein Vater sei ein Dieb und in Shiring gehängt worden. Ja, das ist eine Info, die wir in Shiring dann vielleicht auch noch aufspüren. Richard versucht, die Grafschaft für sich und Aiena zurückzugewinnen. Du hast Guthbers Grab besucht und Bruder Arnold versprochen, ihn zu begraben. Und du hast alle drei Wespennester zerstört. Wow. Und was hat jetzt das mit den Wespennestern zu tun in dem Kapitel? Ich habe keine Ahnung. Ah, es donnert draußen. Sag mal, auf einmal wieder Unwetter. Erst Sonne und jetzt Unwetter. Der neue Graf. Das ist er also? So ein Gesicht vergisst man nicht. Wenn euch jemand eine Audienz beim Grafen beschaffen kann, dann Vogt Justus. Ich hoffe, Percy Hemley wird uns mehr Verständnis entgegenbringen als den Leuten von Wigley. Ich frage mich, was für ein Mensch Percy Hemley geworden sein muss, um Leute fürs bloße Wildern zu töten. Seid gegrüßt, Vogt. Ich muss mit dem Grafen reden. Es geht um eine rechtliche Sache von größter Wichtigkeit. Stellt euch hinten an, Mensch. Warten Sie alle darauf, ihn zu sehen? Was habt ihr denn erwartet an einem Gerichtstag? Ich fürchte, das wird etwas dauern. Ich suche dann mal nach Richard. Da er morgen in die Schlacht zieht, braucht er neue Ausrüstung. Hoffen wir, dass der Graf uns gegen den Bruch unseres Abkommens mit den Hemleys Unterstützung gewährt. Ich will auch mit Meg über den Verkauf der Wolle der Priorei sprechen. Wir werden einen Weg finden, die Kathedrale weiterzubauen, Philipp. Mit dem Stein und Holz, das sie uns weggenommen haben, oder ohne. Das müssen wir. Ja, das kann also dann auch schon wieder ein bisschen dauern. Also ich habe jetzt 2 Stunden für ein Kapitel benutzt, das eigentlich bestimmt schon in ungefähr einer Viertelstunde oder 20 Minuten abgehandelt werden hätte können. Boah, ich bin echt lahm in dem Spiel, ne? Richard hat mich um Geld gebeten, aber wo ist er? Also mit ihm muss man reden und ich muss eben auch, genau, hier haben wir den Dolch und das hier. Aber für mich wäre es heute das gewesen. Ich wollte jetzt mal einfach nur mal ein bisschen weiterspielen. Ich war vorhin auch schon am Überlegen, ob ich vielleicht doch noch Chris spielen sollte. Das habe ich nämlich lange nicht. Hier das letzte Mal habe ich am 14.07. gespielt und jetzt haben wir am 30.07. Ich habe einen halben Monat jetzt nichts mehr gemacht. Nee, aber ich habe eben wirklich gedacht, oh, was war denn das? Achso. Ich habe eben gedacht, ich muss noch ein bisschen was schaffen in dem Spiel. Und dann habe ich mir gedacht, oh, spielst du doch mal Chris. Auf Chris habe ich eigentlich auch Lust, aber eigentlich will ich auch meinen Zufallsgenerator sagen. Ich weiß es nicht. Aber so oder so werde ich jetzt aufhören und wünsche allen, die hier zugeguckt haben oder zugucken werden, noch viel Spaß an ihrem Tag. Ciao.